Ja, moin Leute, herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Heute ein kleiner Quick-Tipp, der vielleicht einigen von euch helfen kann. Zumindest hat er mir geholfen, seitdem ich ihn kenne. Und zwar, mein Problem ist folgendes. Meine Frau hat einen Google-Kalender, ich habe einen Google-Kalender und wir haben einen gemeinsamen Kalender. Das heißt, sie hat ihren eigenen Kalender, ich habe meinen Kalender und wir haben einen, den wir uns teilen, wo wir alles eintragen, was wir gemeinsam machen. Aber ich möchte gerne den Kalender meiner Frau sehen und meine Frau möchte den Kalender von mir sehen, dass sie sehen kann, wann wir wie verfügbar sind. Und wenn wir uns mit Freunden verabreden, dass sie gucken kann, habe ich da schon was vor? Und ich gucken kann, hat sie da schon was vor. Und jetzt ist es aber so, dass mir der iPhone-Kalender das nicht wirklich anzeigt. Ich habe ein paar andere Kalender probiert, kann man natürlich auch machen, aber ich würde gern in dem normalen Apple-Kalender auf dem iPhone sehen können, was für Termine auch meine Frau hat. Und ja, bisher wusste ich nicht, wie das geht und darum möchte ich euch heute zeigen, wie ich das Problem gelöst habe. Normalerweise sieht mein Kalender also so hier aus. Ich habe jetzt hier einfach mal so einen Beispieltag. Hier seht ihr, das sind meine Kalender. Ich habe also hier verschiedene Kalender, verschiedene Farben, um verschiedene Sachen darzustellen. Und die werden hier auch alle gezeigt. Aber ich sehe nicht den Kalender meiner Frau. Ich sehe unseren gemeinsamen Kalender. Das ist hier der Liederne. Aber ich kann nicht sehen, wo sie jetzt frei hat oder nicht frei hat. Und ich finde das leider auch hier in den Kalendern nicht. Das Ganze wird mir nicht angezeigt. Wie kann ich mir das also anzeigen lassen? Das ist gar nicht so schwer. Und zwar öffnet ihr dafür den Link, den ich euch unten in die Beschreibung packe. Das ist dieser hier. Damit kommt ihr in die Google Kalendereinstellung, in die Synchronisationseinstellung. Und dort seht ihr jetzt, hier sind natürlich meine Kalender aufgelistet, als auch die weitergegebenen oder geteilten Kalender. Also die Kalender, mit denen ich zum Beispiel meinen Uniplan abonniert habe oder die mir Leute freigegeben haben. Und hier finde ich jetzt also die Kalender meiner Frau, nämlich hier Sport, Gemeinde, Privat, Haushalt und Ausbildung und kann dann abspeichern, dass ich die gern sehen möchte. Und dann gehe ich einfach zurück in meinen Kalender, klicke hier nochmal auf Kalender und manchmal muss man es noch aktualisieren, aber jetzt seht ihr schon, jetzt werden die Sachen hier plötzlich angezeigt. Und das heißt, ich kann dann einfach oben auf Fertig gehen und jetzt sehe ich hier, aha, meine Frau ist also hier Backen mit Patricia und hier unten dann auf dem Weihnachtsmarkt. Und so kann man sich die Kalender anzeigen lassen. Ich hoffe, das hilft. Wenn ihr mehr Videos dieser Art haben wollt, lasst es mich unten in der Beschreibung wissen. Vielleicht kann ich auch mal so ein Top Einstellungen oder sowas für iPhones oder für Android-Geräte machen. Aber dann danke an der Stelle fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao.